Hallo und herzlich willkommen hier aus der Virol-Akademie. Auch von mir ein Hallo und Moin. Heute wollen wir uns mit diesem schönen Mercedes, einer E-Klasse, mit dem neuen Getronic-Getriebe befassen. Wir hatten uns ja schon mal über Getriebe-Ölwechsel unterhalten. Oh. Getriebe-Ölwechsel ist gut, Getriebespülung meiner Meinung nach sind sehr gut. Dazu haben wir uns heute zwei Spezialisten eingeladen, zwei Kollegen von der Firma Kartmann aus Löningen. Moin, servus. Wir sind die Kfz Kartmann GmbH aus Löningen und führen seit 15 Jahren an jedem Getriebe die Spülung durch, damit das Getriebe wieder vernünftig komplett schaltet wie vom Werk aus. Bevor mit der Getriebewartung angefangen wird, sollte man auf jeden Fall mit dem Kunden eine Probefahrt durchführen, um etwaige Probleme beim Schalten feststellen zu können. Des Weiteren sollte man einen Kurztest durchführen, um zu schauen, ob ein Fehler abgespeichert ist. Ja, jetzt haben wir uns das hier unten freigelegt. Jetzt gehst du wo dran, Dennis? Wir suchen uns jetzt einmal den Punkt, wo wir die Leitung abnehmen können für das Getriebe. Weil das Getriebe hat ja die Leitung nach vorne zum Ölkühler. Mhm. Und ich würde vorschlagen, dass wir direkt am Ölkühler dran gehen und da die Leitung auseinandernehmen und unseren speziellen Adapter dazwischen machen. Super, dann lass uns mal loslegen. So, hier haben wir unsere Sicherungsklammer, die Leitung im Ölkühler sichert. So, da haben wir schon mal das alte Öl. Boah, das ist ja ziemlich braun, ne? Ja, sieht schon recht verbraucht aus. Und jetzt suchen wir uns gleich den richtigen Adapter raus und machen das da dran. Das heißt, du schließt jetzt das Gerät dazwischen? Richtig. Dass der in den Kreislauf reinkommt. Das wird in Reihe mit dazwischen geklemmt. Okay, jetzt hast du hier ein bisschen was zusammengebastelt. Mhm. Erzähl doch mal, wofür ist das jetzt? Wir haben hier einmal diesen fahrzeugspezifischen Adapter. Wie du siehst, haben wir hier einmal wieder die spezielle Klammer von Mercedes und auch dieser Adapter hat die Klammer, sodass wir das nachher alles vernünftig sichern können. Sodass nichts rausläuft. Richtig, sodass er durch den Druck von dem Gerät nicht auseinanderfliegen kann oder vom Getriebe. Und an diese Anschlüsse, diese Schnellverbinder, da gehst du dann ans Gerät? Richtig, also die werden dann einfach ans Gerät, den Schlauch wäre es mal angekoppelt als Schnellverschluss. Ja, super. Dann legen wir mal los. Gut. So, jetzt haben wir die Klammer wieder drinne. Machen das Ganze gestehen zu, dass ich nicht wieder rausflutschen kann. Und so ist der Schlauch gesichert und es kann nichts passieren. Und jetzt müssen wir noch oben an den anderen Anschluss zu dem Kühler. Und jetzt müssen wir da oben noch dran, genau. Ob man so gut rankommt. Ja. So, drin ist er. So. Nun ist er auch gesichert. So, jetzt habt ihr ja gerade eben mit viel Mühe diese beiden Leitungen angeklemmt. Ja. Was machst du als nächstes? Als nächstes fülle ich einmal den Reiniger in das Gerät. Wichtig, darauf sollte man achten, dass es kein alkoholischer Reiniger ist, beziehungsweise auf Alkoholbasis ist, weil das greift Dichtung und alles Mögliche im Getriebe an. Ja, okay. Ja. Kommt das dann später wieder raus oder wie geht das dann beim Reinigen? Das wird durch das Spülen, weil das alte Öl läuft dann durch das Gerät alle durch, läuft durch die separaten Filter da drin und wenn wir das alte Öl ablassen, dann ist der Reiniger halt mit drin. Und wir spülen ja nachher auch mit neuem Öl durch, sodass wirklich der Reiniger komplett raus ist und das alte Öl auch komplett raus ist. Das ist komplett dann raus? Richtig. Ja, okay, gut. Ist das jetzt wichtig, darauf zu achten, wie was zusammengesteckt wird? Oder theoretisch ja, praktisch nein, weil das Gerät erkennt selber die Flussrichtung und schaltet sich automatisch dann um. Oh, das ist ja praktisch. Ja. Du hast jetzt ja angeklemmt, alles soweit. Was ist jetzt der nächste Schritt? So, der nächste Schritt ist, wir machen das Gerät jetzt soweit, dass wir das Spülmittel in die Leitung spülen und dann stellen wir das Auto an, sodass der Spülvorgang von ca. 10 Minuten durchlaufen kann. So, der Spülvorgang, der läuft jetzt und jetzt schalte ich die Gänge einfach mal einmal durch von D. Mal kurz andrucken lassen, wieder zurück auf N, in D. So, dass alle Magnetventile einmal geschaltet werden.
Ach, jetzt sind die 10 Minuten ja schon rum. Jawohl. Was müssen wir als nächstes machen? So, als nächstes wollen wir das alte Öl oder mit dem Spülmittel wollen wir aus dem Auto raushaben und in das Gerät reinhaben. Jetzt saugen wir das ab. Das machst du, das alte Öl und das Spülmittel wird dann zusammen jetzt rausgesogen? Richtig, da dass ich das alles vermischt habe, kommt das alles in einen separaten Tank da drin. Bei laufendem Motor? Bei laufendem Motor. Aha. Und sobald ich deswegen habe ich mein Schauglas hier, und sobald das anfängt zu stocken bzw. zu blubbern, stellen wir das Auto aus. Es wird natürlich noch ein bisschen Restöl in der Ölwanne sein, aber da die Ölwanne nachher drunter wegkommt und der Filter getauscht wird, haben wir somit das ganze Öl raus. Ach man, das ist ja total blöd. Dennis, wir müssen, glaube ich, den Getriebehalter noch abmachen. Kannst du den mal abschrauben? Natürlich. Da ist nämlich eine Schraube, da komme ich gar nicht ran. So, jetzt haben wir die Ablassschraube rausgemacht. Er ist aber noch im Getriebe in der sogenannten Fahrstellung. Und da müssen wir jetzt beigehen und den auf diese Stellung bringen. Wenn jetzt noch Öl drinne wäre in der Wanne, würde es jetzt ablaufen. Wir haben diesen Spezialschlüssel hier in das Steigrohr reingesetzt und den auf Stellung 4 gebracht, wo hier der unterste Kanal offen ist. Wir haben gesehen, da ist ja nun kein Öl rausgelaufen, weil, wie gesagt, das Spülgerät das meiste abgesogen hat. Ein Rest war ja in der Wanne, das haben wir jetzt gerade in den Eimer laufen lassen. Jetzt nochmal zu dem Detail. Wenn ich jetzt drehe, kann man auch mal ganz gut sehen, welche Öffnungen ich dann öffnen kann. Jetzt habe ich die zweite Stellung, dann ist so auf, ich sage mal, halber Höhe eine Öffnung. Und wenn ich dann in die letzte Stellung gehe, wäre dann die Stellung, wo der Getriebeölstand passt. Ja, Andreas, jetzt haben wir hier das Expert-Kit für das 9G-Tronic. Ein Karton, alles drin. Hier haben wir natürlich die normale Ölmenge und 2 Liter zusätzlich zum Spülen. Ja, das ist der ganz entscheidende Punkt. Das ist reines Kit nur zum Ölwechsel, weil knapp 10 Liter in diesem Getriebe reinkommen. Ich würde immer vorschlagen, 1-2 Liter auf Lager zu legen, falls das Öl extrem dreckig ist, dass man noch 1-2 Liter in der Rückhand hat, dass man eventuell damit 15 Liter spült. Das heißt, beim Spülen schaut man immer, wie weit ist jetzt der Reinigungsprozess fortgeschritten und wenn es noch dunkel ist, ja, dann machen wir noch 1-2 Liter mehr. Da muss man 1-2 Liter mehr machen. Wir empfehlen immer 1-2 Liter mehr auf Lager zu haben. Wir haben meistens sogar 40-60 Liter Gebinde, auch von Weico auf Lager liegen, weil wir einfach das sehen, das Getriebe ist extrem verdreckt. Können wir nicht aufhören zu spülen, dann haben wir die Spülung nur halb durchgeführt, also müssen wir 2, 3, 4, 5 Liter eventuell mehr benutzen. Was haben wir noch im Expert-Kit? Selbstverständlich die Ölwanne mit eingebauten Filter unter der Dichtung, dann Steigrohr und das Ölstandsrohr. Ja, Andreas, warum haben wir das dabei, warum machen wir das neu? Das Problem ist, wenn die Ölwannen älter sind, beziehungsweise das Öl ständig in dem Plastik zusammenläuft, gehen die kaputt. Hier kann sie auch noch direkt drin ablagern oder auch Teile vom Plastik sich lösen. Deswegen müssen die Rohre immer mit neu. Super, dann montieren wir das nochmal eben. Das ist eigentlich relativ einfach. Es passt jeweils nur einmal. Das Ölstandsrohr kommt hier einmal rein. Das Steigrohr setzen wir hier hin. Das ist auch eine Aussparung. Nicht zu vergessen natürlich auch die neuen Schrauben für die Ölwanne. Andreas, du hast mir gerade eine kleine Anekdote noch erzählt. Ja, es kann vorkommen, dass wenn man die alten Schrauben wieder reindreht, dass sie abreißen, weil die bestimmt die Newtonmeterzahl kriegen. Deswegen sollte man die immer neu nehmen. Ja, super. Dann haben wir hier, in diesem Fall brauchen wir es nicht, wir spülen, haben wir die Ablassschraube für den Wandler. Im Wandler sind immer 2 bis 3 Liter Öl drin. Ja, das heißt, wenn ich jetzt im Grunde genommen kein Spülgerät habe und sage, ich mache einen herkömmlichen Ölwechsel, ist es ratsam natürlich, das alte Öl aus dem Wandler auch rauszunehmen. Dafür haben wir hier eine neue Schraube, die hat auch eine Schraubensicherung und eine neue Dichtung. Ja, dann haben wir jetzt alles zusammen. Dann würde ich vorschlagen, können Dennis und Arend einbauen. Ja, dann sollen sie mal wieder loslegen. Ja, dann mache ich das doch auch. Wichtig ist darauf zu achten, dass diese Steigrische in der richtigen Stellung ist. Dennis, kannst du mir kurz helfen bei den Ansätzen der Ölwanne? Kannst du das nicht alleine, oder? Ja, aber es geht dann besser mit dir zusammen. Das ist wohl korrekt.
So, jetzt habe ich die Dichtung leicht mit Öl eingerieben. Dadurch legt sie sich gleich auch besser an das Getriebegehäuse. Jetzt ziehe ich die Schrauben nach Herstellervorgabe mit Drehmoment über Kreuz an. Wichtig darauf zu achten, dass wir es auch wirklich über Kreuz machen, weil die Wanne sich sonst vielleicht unsauber ans Gehäuse legt. So, hier kann man das wunderbar jetzt nochmal sehen. Hier haben wir das alte Öl und daneben das frische Öl, was wir jetzt gleich in das Fahrzeug ins Getriebe füllen. Man sieht wunderbar auch den Unterschied, wie verbraucht dieses Öl schon ist. So, Dennis, jetzt hast du ja hier in das Gerät Öl nach Herstellerempfehlung aufgefüllt. Wie geht es denn jetzt weiter? So, da Öl ist ja jetzt ja drauf. Jetzt möchten wir das Öl, was wir aus dem Auto rausgeholt haben, allerdings das neue Öl jetzt wieder einfüllen. Genau dieselbe Menge, die wir rausgeholt haben, füllen wir jetzt ein. Hm. Das machen wir ohne Autolauf. Das Gerät pumpt das Öl rein und wenn das Öl drin ist, wird das Auto nochmal einmal angestellt und dann wird ein Ölwechsel nochmal, weil immer noch Reste drin sind und das wird einfach mit neuem Öl durchgespült. Das sind Wanne zum Beispiel. Richtig, genau. Das neue Öl drückt in dem Moment das alte Öl raus, landet hier im Gerät und gleichzeitig befüllt das Gerät das Auto neu. Dann lass uns das nochmal. Gut. Jetzt haben wir genug Öl im Getriebe und ich werde jetzt die Gänge durchschalten und schauen, ob alles soweit in Ordnung ist. Indem ich einfach die Kupplung löse. Die Klammern da wieder rein. So Dennis, jetzt sind wir ja soweit, die Leitungen sind ab. Unter Fahrschutz, soweit ist es mal untergebaut. Jetzt können wir ja mal eben gucken, welche Betriebstemperatur das Getriebe hat und dann gucken wir nach dem Füllstand. Ja, mit Tesla müssen wir da den Motor dabei laufen lassen? Ja, natürlich. Es ist Automatikgetriebe, Ölstand prüfen, immer Motor laufen lassen. Okay, also das ist ganz, ganz wichtig. Müssen wir uns merken. Ja. Also, Getriebeölstand passt, soll ja bis 39 Grad sein, sind wir bei 36 Grad, dann können wir ja prüfen. Jetzt müssen wir das Steigrohr eben auf die Prüfstellung machen. In dieser Position, bis das Öl ausgelaufen ist und nur noch tropft. Dann können wir es wieder schließen. So, jetzt haben wir die Getriebespülung fertig. Jetzt haben wir die Leerenwerte alle gelöscht und wir machen eine sogenannte Adaptionsfahrt. Das heißt, wir leeren das Getriebe einmal in der Grundanstellung an. Und Rest wird dann der Fahrer selber machen, weil das Auto soll sich auf den Fahrer anlehren und nicht auf unsere Fahrweise. Dann wird der Wagen nochmal in die Werkstatt genommen, kontrolliert, ob alles dicht ist und dann wird der Wagen übergeben. Das war's von uns hier aus der Virol Akademie zum Thema 9G-Tronic mit freundlicher Unterstützung der Firma Kartmann aus Löning. Habt ihr Fragen oder Anregungen? Schickt uns einen Kommentar. Hat euch das Video gefallen? Sendet uns einen Daumen hoch.